So ihr Lieben, da bin ich wieder. Mein heutiges Thema ist, was ist so neu auf dem Markt, was nicht unbedingt mit Schminke, sondern eher mit Pflegeprodukten zu tun hat und wie finde ich sie? Ich habe hier einiges mir angeschafft und fleißig getestet und wollte euch da meine Meinung zu sagen. Ich fange an und zwar ist das diese Garnier Body Intensiv 7 Tage. Ich habe das im Fernsehen gesehen und ich war sofort begeistert, weil ich bin echt faul, was Eincremen angeht. Gerade nach der Dusche. Ich dusche mich jeden Morgen und ich stehe ungefähr eine Dreiviertelstunde, bevor ich losgehe, auf und dann noch duschen und dann schminken, mich allgemein fertig machen. Das dauert seine Zeit und irgendwie habe ich keine Lust und keine Zeit, mich einzucremen und ich dachte, wie genial, ich muss mich nur noch alle 7 Tage eincremen und habe nicht mehr dieses ständige Jucken, wenn meine Haut zu trocken ist oder, also ich fand das richtig toll. Deswegen, weil ich auch im Moment so trockene Haut habe, erstens liegt es am Wetter und zweitens natürlich auch, muss ich zu meiner Schande sagen, dass ich einfach mich nicht so häufig eincreme. Deswegen habe ich mir extra für die sehr trockene Haut diese Bodycreme geholt. Geruchsrichtung Kakaobutter. Kakaobutter finde ich natürlich richtig toll. Also ich liebe Kakaobutter. Ich hatte auch schon von Body Shop diese Körperbutter mit Kakao. Und ich finde, das riecht so gut. Ich mag das richtig gerne. Ich finde auch wichtig, dass die Bodylotion gut riecht. Ich habe dafür, wie viel habe ich dafür bezahlt? Ich glaube so 3, 4, 5 Euro. Ich habe nicht mehr den genauen Preis im Kopf, tut mir leid. Da sind 400 Milligramm drin. Man kann das, also hier steht, ist die Creme Milk das Richtige für mich? Ja, wenn Sie jeden Tag eine Feuchtigkeitspflege verwenden, aber Ihre Haut über den Tag schnell wieder austrocknet, sodass sie sehr trocken, schuppig oder rissig wird. Die reparierende cremige Milch ist angereichert mit Probiotika-Extrakt und Kakaobutter, speziell kombiniert für die Feuchtigkeitsbedürfnisse von sehr trockener Haut. Spendet langanhaltende Feuchtigkeit für bis zu 7 Tage Pflegegefühl nach der letzten Anwendung. So, und ich dachte, juhu, ich muss mich nicht mehr jeden Tag eincremen. Hab's ausprobiert. Hab am nächsten Tag, weil ich stinken will, mich natürlich wieder geduscht und es war wieder trocken. Und ich dachte, naja gut, vielleicht, sie war ja sehr trocken und ich muss es dann mal wieder ausprobieren oder ist die Haut muss ich ja auch erstmal wieder regenerieren, creme ich mich nochmal ein. Am nächsten Tag nach dem Duschen wieder trocken und die Tage darauf auch wieder trocken. Also 7 Tage hält es meiner Ansicht nach nicht. Also vielleicht 2 oder so, aber nicht 7 Tage. Von daher bin ich echt enttäuscht. Also es ist eine gute Bodybutter, aber für das, was es verspricht, und deswegen habe ich es ja gekauft, dass es 7 Tage hält, nö, Pustekuchen, bin ich echt enttäuscht. Hat also die Wirkung, die es hier verspricht, nicht gebracht, leider. Dann habe ich mir dieses Perfect Clean gekauft. Da habe ich ja schon in meinem Haul gezeigt. Und ich habe das vor allen Dingen wegen diesem Pad gekauft. Das ist so ein Plastikpad, kann man auch jedes Mal waschen wieder. Und das hat hier, wie ihr seht, so kleine Noppen. Fühlt sich ganz, ganz toll auf der Haut an. Das kann man dann hier wieder reinstecken nach dem Duschen oder dann halt wieder rausstecken. Hier hinten ist so ein Loch, da kommt dieses Nupsi rein. Und ich wollte das auf jeden Fall unbedingt mal ausprobieren. Und weil ich mich eh jetzt mittlerweile jeden zweiten Tag peele und nicht mehr jeden Tag, weil das ja auch nicht so gut ist, habe ich das schon einige Male benutzt. Und ich muss sagen, erstmal der Preis, wie immer, Olga weiß nicht so wirklich den Preis. Also ich glaube zwischen 2 und 3 Euro. Hier sind übrigens 150 Milliliter drin. Und ihr seht, ich hoffe, ihr seht es bei der Kamera, hier sind schon grobe Körner drin.
Also, ich habe das auch mal so auf der Haut gehabt, so eingerieben, ohne das Ding, einfach um mal das komplett zu spüren, auch mit den Händen. Und da sind diese groben Körner, spürt man schon. Aber ich finde das gar nicht so schlecht. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr da nicht zu extrem darum reibt, weil das kann dann schon wieder zu Irritationen auf der Haut führen. Aber ich muss sagen, mit diesem Pad führt es nicht zu Irritationen, weil es kommt schon sehr gut in die Poren rein, aber es reizt die Poren nicht so extrem, weil diese kleinen, ja, wie soll ich das nennen, Riffel dort drin extrem weich sind und nachgiebig, und es fühlt sich einfach total toll auf der Haut an. Und ich mache das, wie gesagt, jetzt jeden zweiten Tag. Ihr könnt das auch benutzen, wenn ihr zum Beispiel eure normale Waschlotion benutzt und das dann zum Einreiben. Dieses Waschding halt mit diesem Wattepad. Wattepad ja nicht, aber mit diesem Plastikpad eher. Das gibt es ja auch als Waschlotion. Ich glaube auch als Waschcreme oder so. Auf jeden Fall 3 verschiedene Varianten gibt es davon. Und ich habe ja bisher nur diese eine. Aber ich finde, allein wegen diesem Teil hat sich das gelohnt. Und ich werde mir, wenn das zu Ende ist, oder wenn mein anderes, ich benutze im Moment so eine Aloe Vera Seife, nee, eine Propolis Seife, die gibt es allerdings nur in Spanien. Die ist so ein bisschen gegen, also hilft gegen Pickel, und es gibt ja normalerweise Propolis Creme, und das ist halt so eine spezielle Seife, aber in Deutschland gibt es das halt nicht. Aber wenn das zu Ende ist, werde ich mir mal die Waschlotion davon kaufen, und dann werde ich das mit diesem Plastikpad machen, und ich finde das so genial. Also probiert das echt mal aus, ich kann euch das empfehlen, finde ich richtig, richtig super. So, das war's dazu. Und dann, das habt ihr auch in meinem letzten Haul gesehen, benutze ich im Moment neue Shampoos. Die waren bei mir reduziert. Und zwar ist das also Shampoo und Spülung, das ist hier die Spülung, von L-Vital Anti-Schädigungs. Reparierende Spülung und reparierendes Shampoo. Das Shampoo hat 250 ml und die Spülung hat 200 ml. Und ich habe dafür jeweils 1,99 Euro ausgegeben. Aber das war der reduzierte Preis, muss ich dazu sagen. Und ich finde, also man braucht erstmal ganz wenig davon, was ich sehr gut finde. Es schäumt sehr gut und die Haare fühlen sich danach wirklich geschmeidig an. Und ich habe das Gefühl, ach, mein Pony nervt wieder, ich habe das Gefühl, dass so trocken, wie sie vorher waren, und ich föhne sie mir auch jeden Tag, und ich föhne sie mir auch mit der Rundbürste. Das sieht man jetzt zwar nicht mehr, weil ich komme von Arbeit, ich habe 8 Stunden gearbeitet, und naja, dann liegen sie halt nicht mehr so, aber das ist dann halt auch so. Sie werden durch das Föhnen geschädigt, und ich finde, diese beiden Produkte helfen dem Haar wieder seine Geschmeidigkeit zu bekommen. Das finde ich ganz toll. Also ich bin sehr begeistert. Ich habe auch schon die Hälfte ungefähr aufgebraucht. Also ich finde es richtig, richtig gut, und die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Ich habe auch fettiges Haar, und das Fett geht weg. Also ich muss schon jeden Tag waschen, aber das muss ich auch machen, wenn ich normales Shampoo für fettiges Haar benutze. Also von daher, wenn ihr irgendwie euer Haar kaputt ist und ihr Pflege braucht, dann benutzt das mal. Das finde ich richtig gut. Ja, dann benutze ich noch eine Sache, die neu ist. Und zwar ist das von Visibly Care Spot Stress Control täglicher Reinigungsschaum. Ihr seht, ich benutze es sehr, sehr oft. Ich benutze es immer abends. Und das Tolle ist, das hat hier so einen Pumpverschluss. Und wenn man da pumpt, kommt hier nicht diese Flüssigkeit raus, sondern ein richtiger Schaum. Und ich finde das echt richtig toll. Also ich habe dafür, glaube ich, 4-5 Euro bezahlt. Diese Visibly Clear Produkte sind ja nicht so ganz günstig, aber das finde ich richtig toll. 150 ml sind dort drin. Und es reinigt Poren tief, verspricht es, und befreit die Haut sofort von Öl und Schmutz. Das muss ich sagen, stimmt. Also, wie gesagt, ich benutze es nur das, und dann ist mein Gesicht auch schon komplett gereinigt. Also ich bin wirklich total begeistert. Tut mir leid, dieser Pony nervt so. Ich bin wirklich total begeistert davon.
Das kann ich euch nur empfehlen. Und wenn das alle ist, werde ich es mir auch nochmal kaufen. Das ist richtig, richtig gut. Ja, das war es eigentlich von den Produkten, die jetzt neu auf dem Markt sind. Vielleicht hat es euch ja geholfen oder ihr habt selber schon mal überlegt, ob ihr das kauft und habt es noch nicht gekauft. Ja, oder was habt ihr denn so für Produkte, die es neu auf den Markt gibt und die ihr gerne nochmal ausprobieren wollt oder die ihr schon ausprobiert habt? Was für eine Meinung habt ihr dazu? Sowas interessiert mich ja total. Also gerade was neue Produkte angeht. Ich will am liebsten immer, wenn ich irgendwas sehe, dann alles sofort kaufen. Aber man kann ja seine Haut auch nicht zu überstrapazieren mit allen möglichen Sachen. Das ist ja auch nicht so gut. Deswegen versuche ich mich da immer nur auf ein, zwei Sachen zu konzentrieren. Ja. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag noch und ja, bis bald. Tschüss!